Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Mass Effect. Und ja, was haben wir? Danulais ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Alles klar, das wollte ich jetzt. Wir sind endlich auf Noveria angekommen, nach einigen Umwegen. Und wir machen uns jetzt, wir haben eben im letzten Part mit dem Direktor Anolais gesprochen, einem behinderten, einem blöden Salarianer, der uns anscheinend nicht ganz so kooperieren möchte, wie wir es gerne hätten. Also, alles beim Alten, alle arbeiten gegen uns. Aber außer, ja gut, vielleicht nicht alle. Wir haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Ja, sehe ich. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolais. Wer ist denn das? Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anolais ist nicht der Einzige, der Han Shan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Alles klar. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Ja. Okay. Dann reden wir mit dem guten Lorik Keen. Ist ein Turianer, der für irgendeine, für irgendwen arbeitet. Ich weiß gerade nicht mehr genau für wen. Und draußen tobt einfach immer noch ein mega krasser Schneesturm. Noveria, eine Eiswelt, ja. Ich denke, da sind Schneestürme nichts Ungewöhnliches. Ich hatte gerade, der Sound hätte den komischen Lag gehabt. So, es bringt nichts mit den Leuten zu reden, es sind alle schlecht auf uns zu sprechen, da, weil wir Spectre und so. War das hier? Weiß ich gerade nicht. Fahren wir hier jetzt ins Hotel? Ich hätte vielleicht vorher mal auf der Karte gucken sollen. Ja. Hätte Fahrradkette. Aber sieht ziemlich gut aus. Ja, die Musik stimmt. Es ist auch eindeutig das Hotel. Ja, perfekt. Gut. Das heißt, meine Erinnerung hat mich noch nicht verlassen. Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Ja gut. Okay, was gibt's? Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Okay, und kennen wir uns eigentlich schon? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Warum kannst du das nicht selbst? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Warum ich? Und was ist eigentlich vor? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber sollte ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in ihr Intranet einloggt. Okay. Und was ist meine Belohnung? Was springt für mich raus?
Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits. Wow. Wir können das damit ablehnen, aber komm, ganz ehrlich, das sind noch ein paar Erfahrungspunkte, die wir da mitnehmen können. Interessanter Plan, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Hier ist der Hacker. Wenn er piept, hat er seinen Job erledigt. Ich habe ein Dossier über Vargas angelegt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen kurz was über seine Verhaltensmuster erzählen. Ja, ich kenne mich auch. Erzählen Sie mir, was Sie über Vargas wissen. Er hat keinerlei Geduld mit Leuten, die seine Zeit verschwenden. Ich wollte ihn mit Smalltalk ködern, aber er folgerte nur, dass ich nicht interessiert sei an den Diensten seiner Firma. Mir ist aber eine Art Tick bei ihm aufgefallen. Wenn ihn ein Thema nervös macht oder wenn ihm etwas unangenehm ist, fängt er an, sich den Nacken zu reiben. Wenn Sie das sehen, sollten Sie das Thema vertiefen. Das könnte ihn so weit verwirren, dass er weiterredet. Alles klar. Ich gehe jetzt zu ihm. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Okay. Dann, bevor wir mit Lorikin sprechen, haben wir hier so Rafael Vargas. Kann ich Ihnen helfen? Moin, bin Allianz Marine. Mr. Vargas, Commander Shepard vom Allianz Militär. Ist es richtig, dass Sie für Binhex arbeiten? Korrekt. Rafael Vargas, Handelsvertreter. Sind Sie interessiert an unseren Diensten? Ja, das bin ich. Es ist bei uns üblich, bei der Verpflichtung kleinere genetische Upgrades vorzunehmen. Und ich wurde beauftragt, mich zu erkundigen, was Binhex anzubieten hat. Ich dachte eigentlich, dass die Allianz alle ihre Verbesserungen von Mars-Gene vornehmen lässt. Das ist korrekt. Dann wissen Sie sicher auch, dass wir jedes Geschäftsjahr ein neues Budget verabschieden. Wenn unsere Soldaten dadurch besser werden, können Verträge sich ändern. Eine vernünftige Geschäftspraxis. Verzeihen Sie bitte mein Zögern. Ich habe nur noch nie gehört, dass die Regierung einen guten Geschäftssinn beweist. Zuerst das übliche Kleingedruckte. Wir können nicht garantieren, dass genetische Verbesserungen funktionieren. Wir können die Chancen erhöhen, aber jeder DNS-Strang ist einzigartig. Unsere patentierten Techniken können für eine 8%ige Verbesserung der Adrenalinreaktion sorgen, für eine 12% schnellere Blutgerinnung und für einen messbaren Rückgang in Muskeldegeneration. Muskeldegeneration? Ich habe noch nie von einer Technologie gehört, die die Schwerelosigkeit erträglicher macht. Es ist auch eine Neuheit. Das Aufkommen von Element Zero-basierter künstlicher Schwerkraft machte diese Angelegenheit weniger dringlich. Wir warten immer noch auf Tests, um eine durchschnittliche Verbesserung festlegen zu können. Wir rechnen mit einem 7-11%igen Rückgang bei der Muskelschwundrate. Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 2015-Sicht und ein Gehör von 12.000 bis 22.000 Hertz. Was mit der Verabreichung? Wie würden Sie die Upgrades verabreichen? Retroviren zu spritzen würde ziemlich lange dauern. Es benötigt auch eine gewisse Zeit, einen Körper mit angepasster DNS zu behandeln. Hautzellen können innerhalb von 2 Wochen ersetzt werden, aber die Leber braucht über ein Jahr und das Skelett ein ganzes Jahrzehnt. Für Soldaten an der Front könnten wir den Prozess mit umfassenden Transfusionen und Injektionen zur Wachstumsstimulation beschleunigen. Es würde allerdings immer noch 6 Monate dauern, bevor man Ergebnisse sieht. Ich muss zugeben, dass es mich überrascht hat, dass Sie geschäftlich hier sind. Auf Noveria gibt es derzeit viele Forschungsprojekte, von denen nicht alle ganz legal sind. Und wissen Sie von welchen? Ich wäre für jeden Tipp dankbar und es würde positiv auf Sie und Binhex zurückfallen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Natürlich spionieren wir unsere Mitbewerber nicht aus. Das wäre illegal. Oh, das ist meine Kommandantin. Ja, sorry. Tut mir leid, Mr. Vargas, aber ich muss jetzt einen Anruf entgegennehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Selbstverständlich, Commander Shepard. Wir freuen uns darauf, von der Allianz zu hören. Ekelhaft, ey. Hey, jo. Irgendwelche Ergebnisse? Ja, hier. Ihr Spielzeug hat's erledigt. Ausgezeichnet. Ich werde 500 Credits auf Ihr Konto überweisen. Alles? Nur 500? Okay, ich dachte, Sie wären vielleicht spendabler, da Sie es ja nicht selbst erledigen konnten. Sagte ich 500 Credits? Ich meinte 750. Auf Wiedersehen, Spectre. Up to 2 plus 2, ja, gut.
Ich weiß, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber egal, komm, scheiß drauf. Guten Tag, setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Bist du Lorik Keen? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich müsste vielleicht zu Gipfel 15? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarch. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anoleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Okay, wie kommst du in die funktionierende Karte? Warum hat Anoleis Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Nattak. Okay, und was mit der Passausgabe? Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Nice. Okay, das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein, wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ja, das kann ich nicht tun. Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz. Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls sie ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Okay, dann schauen wir uns hier noch weiter um. Okay, hier gibt's nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Ich muss sagen, da sehe ich eine interessante Tatsache. Also was ist interessant? Ne? Ich finde es irgendwie so ein. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, Subvention. Ja, was auch immer. Also genau. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Nicht auflegen. Großer Bruder? Ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SynIQ. Der Manager Lorik Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Hanshan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Eadi Bel Anoleis. Nein, das ist der Administrator. Der Hanshan-Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, Misator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Interessant. Ina Morda. Hi, was geht? Verschwinden Sie! Okay. Dann bin ich mal weg. Bin ich für das Schiff. Oh, cool. Guck mal einer an. Ja, verdammt. So, und gewonnen.
nicht autorisierte Übertragung. Ich weiß nicht, ob Sie dies hier empfangen können, Doktor, aber Sie müssen sich so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unserer Organisation ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. Weiß. Noch eine neue Mission. Willst mich verkockeiern, ey. Verkockeiern. So. Ist ein IQ-Sicherheit deaktiviert wird. Hä? Ich mache hier Sachen. Ich sagte, Sie sollen verschwinden! Einfach Interesse halber. Beschäftigen Sie sich anderweitig! Dämliches Säugetier! Wenn Sie nicht damit aufhören, werfe ich Sie von diesem Balkon! Komm mit, Tali. Ey, Tali, du bist so eine dämliche Nuss. Du bist so eine hohle Nuss. Ja, bleib da stehen, ist okay. Bewegst du dich überhaupt noch irgendwie? Nö. Nö, alles klar. Verschwinden Sie! Ich sagte, Sie sollen verschwinden! Och, schade. Mein Beschäftigen Sie sich anderweitig! Dämliches Säugetier! Wenn Sie nicht damit aufhören, werfe ich Sie von diesem Balkon! Ja, verschwinden Sie! Ja, traust dich eh nicht. Dann nicht. Okay, ich mache hier so komische Sachen. Ganz, ganz komische Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich tue. So, okay, fahren wir jetzt runter. Dann müssen wir noch rechts ins müssen wir da unten rechts, warte mal. Wir müssen irgendwo hin, wo halt das Büro von Keen ist. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich müsste hier nach unten, oder? Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Alter, halt's mal. Das sieht aber aus, als wenn ich hier lang zur Garage kommen würde. Ach hier, zu SynIQ, alles klar. Bup. Hä? Verarschen? Ja, okay, ich komm. Hä? Kind ist von SynIQ, oder nicht? Moment, hab ich irgendetwas übersehen? Ja, Doktor, ja, haben Sie ein Loch? Okay, ja. Ja, aber. Garagenpass, ja. Benesia, okay. Aber, Moment. Sprechen wir noch schnell mit Lili Herax. Lili Herax da. Spectre, was? Yep. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Ich müsste vielleicht die Station verlassen. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolis oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Oh, aber du hast auch einen, oder? Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Okay, dann ist immer irgendwelche lokalen Neuigkeiten. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anolis hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Okay. Was ist denn mit Benesia los? Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie?
Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Okay. Und Gipfel 15 selbst? Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Und Sunai-Q? Wie war das mit Sunai-Q? Den Gerüchten zufolge wurde Lorikin bestochen. Also ließ Anolis das Büro von Sunai-Q schließen. Still und leise, damit kein Anwalt von draußen Wind davon bekommt. Ja, ich habe noch eine persönliche Frage. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Han Shan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Was gab's dann? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Ich muss hier eigentlich doch. Snake ist vorübergehend geschlossen. Hä? What? Habe ich ihm nicht zugesagt? Oder wie? Oder was? Ich dachte, ich hätte ihm zugesagt. Es kann nämlich sein, dass ich irgendwie der Mission von Keen nicht zugesagt habe und dann hat er mir deswegen irgendwie keine Karte gegeben, mit der ich dann den Fahrstuhl aktivieren kann. Eigenartig. Sehr eigenartig. Ja, eigentlich, ich weiß, Part ist eigentlich vorbei. Wir reden noch schnell nochmal mit Keen. Und wieder da? Was kann ich heute für Sie tun? Erzähl mir erstmal was von Matriarchin Belesia. Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Ist es so merkwürdig? Ist es so ungewöhnlich, eine Matriarchin zu sehen? Sie verlassen nur selten den Asari-Raum. Da ist es überraschend, eine so hochgestellte Persönlichkeit zu sehen. Lady Benicia war ihrer Position entsprechend gekleidet. Eine Asari in Nadelstreifenanzug lässt unter den jüngeren Männern Gerede aufkommen, gewissermaßen. Jüngere Männer sind oft auf ungesunde Weise besessen von meiner Spezies. Ja. Sie lassen Soldaten einfach so rein? Was? Sind bewaffnete Soldaten auf Noveria erlaubt? Ich weiß nicht, ob sie entwaffnet wurden. Biotikkräfte kann man natürlich nicht konfiszieren. Saren ist eine wichtige Person und somit auch Benicia. Er ist ein Investor, der seine Aktien verkaufen könnte, wenn man ihm was verweigert. Oh, was will sie denn hier? Wissen Sie, warum Benicia hier ist? Sie behauptet, Sarens Assistentin zu sein und ein Projekt in Ordnung bringen zu müssen. Ich schätze, sie meinte Gipfel 15. Okay. Ich habe dann noch mal andere Fragen. Ich habe noch eine andere Frage. Menschen haben immer zu Fragen. Ich sollte mal ein Buch darüber schreiben, wenn ich Zeit dazu finde. Es geht um dein Problem. Ich habe über ihre Probleme mit Anolis nachgedacht. Wirklich? Ich denke, wir brauchen einander. Helfen Sie mir, wenn ich Ihnen helfe? Ja. Sie wollen Zugang zur Garage. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Klingt gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein, wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich werde mir etwas überlegen. Also ich muss es ja irgendwie tun. Ich habe vorhin gesagt, das kann ich nicht tun, aber doch muss ich. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl.
Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk, der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ja, okay. Ja, das meinte ich. Ich habe das leicht verpeilt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann direkt vor Scenario Q bin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao!